Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play A Plague Tale Innocence. Ja, und weiter geht's mit unserem Weg Richtung Universität. Dort wollen wir hin, sind in einer großen Stadt angekommen. Aber nicht nur wir sind hier, sondern natürlich auch die Ratten, die dürfen nicht fehlen, und die Inquisition. Von denen haben wir in der letzten Folge schon ein paar umgebracht, aber auch die sind nicht untätig, wie man da vorne sehen kann. Da hängt nämlich eine Leiche neben der anderen. Mittlerweile wurde auch das Kriegsrecht ausgerufen, das heißt, die können hier jetzt froh und munter die Leute rekrutieren, und alle die, die nicht so wollen, wie sie wollen, wie die Inquisition will, die kommen dann da aufs Gehänge und dürfen dann da ihren letzten Lebensabend genießen. Und zwar der eine Abend. Das ist dann wirklich der letzte. Mal gucken. Wir müssen weitergehen. Wir müssen schauen, wie wir da unten hinkommen. Die Ratten hört man schon. Bitten wir da jetzt nochmal reinkommen. Ach, das ist ja derselbe Weg. Verschlossen. Da waren wir ja gerade drin. Okay. So. Weiterhin Salpeter dabei. Wir können aber trotzdem nichts herstellen, blöderweise. Wir haben alles schon im Maximum dabei. Und wir können auch leider Gottes hier nichts aufwerten. Salpeter müssen wir zurücklassen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da so schnell wirklich alles mitgenommen haben. Also, beziehungsweise hergestellt haben, sodass wir jetzt gar nichts mehr herstellen können. Uiuiuiui. Ach, guck mal. Und auch natürlich die Schweine, die hier mal waren. Huch! Die sind mittlerweile tot. Auch den toten Hund haben wir in der letzten Folge schon mal gesehen. Hier ist der nächste. Und da unten warten dann die Ratten auf uns. Na, Glückwunsch. Natürlich genau dort, wo die Leichen sind, das ist klar. Die warten wahrscheinlich darauf, dass eine runterfällt. Und wie wir gesehen haben, schon von der Seite müssen wir auch eine runterschießen. Und zwar die da. Aber da warten wir nochmal ganz kurz. Wir würden theoretisch auch da nach hinten kommen. Schau mal einer an, aber ich glaube... Okay, von da führt kein Weg runter. Wir müssen da durch. Da gibt es keinen anderen Weg. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Ich hoffe nur, der hört das jetzt nicht. Okay, er hat zwar mitbekommen, aber interessiert ihn nicht großartig, das ist gut. Eieieiei, ach du Scheiße! Ganz ruhig. Denk an Hugo. Du machst das für ihn. Ach du Scheiße! Ich hab gedacht, da sind einfach nur die Leichen aufgehängt worden. Die sollen runterfallen, das ist das Ziel von dem Ganzen. Dass die Ratten hier bleiben und nicht woanders hingehen und... Ach du Scheiße, sind da viele. Da sind Dutzende. Guck dir mal Köpfe an, wie viele da rumliegen. Da oben hängt noch ein... Ja, da hängt noch ein Gerippe. Manchmal hängt doch nur noch ein Arm oder ein Fuß dran. Eieieiei. Wo sind wir denn hier reingeraten, bitteschön? Das klebt. Hier geht. Alter Falter, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach du meine Fresse. Okay, raus hier. Alter Falter. Ich glaube, ich bin. So, was ist hier los? Wo müssen wir hin? Da hinten ist leer springen. Da wäre auch springen, aber da würden wir direkt in den Tod springen. Da hinten gibt es sowieso nichts zu holen. Da sind die toten Tiere. Oh, nein! Doch nicht hier lang. Hier, das ist der einzige Weg, der uns irgendwo hinbringt. Gut, das hätten wir theoretisch aber schon vorher sehen können. Oh. Holen sich die den? Nee, das ist ein bisschen zu weit weg. Okay. Na, macht ja nichts. Oh Gott, und hier müssen wir wieder zurückgehen. Na, Glückwunsch. Können wir da auch irgendjemanden runterholen? Ach du Scheiße. Wo sind wir denn hier bitte schön reingeraten? So. Jetzt könnten wir uns theoretisch hier wieder was herstellen. Habe ich ja mal ein bisschen Bammel. Weil wir ja immer zwei herstellen könnten. Und da jetzt eigentlich Ressourcen verschwenden würden. Da warten wir lieber, bis wir das nochmal verwenden. Und dann setzen wir es ein. Sonst gibt es hier sowieso nichts zu holen. Ich habe den gar nicht gesehen übrigens vorher da hinten. Gut, und das war's dann aber auch.
Na gut, immerhin, da hinten haben wir ein bisschen was gehabt. Herstellen können wir weiterhin natürlich nichts. Glückwunsch. Ich nehme mal den Stockwerk. Mal gucken, wo wir den benutzen können. Müssen wir mit dem hier rein, oder wie? Das kann sich ja unmöglich ausgehen. Aber ich glaube, das ist die einzige Methode, um da durchzukommen. Ja. Was ist da unter? Oh, nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Achso, das ist der Ausgang. Hoppla. Ich muss an meinem Glauben festhalten. An meinem Glauben festhalten. Denk an die Schrift. Ad ignem, ad lucem. So, der ist da hinten. Der sollte uns noch nicht zu Gefahr werden. Aber wir müssen da hinten auch noch was aufschießen. Ich mach's mal ohne die Schleuder. Aber die große Frage ist, wie kommen wir denn dorthin? Da sind nämlich die Ratten. Scheiße. Oh, hat was mitbekommen. Gut, wir können den Herrn Kollegen sowieso mal erledigen. Dann warten wir mal, bis er herkommt und holen uns ihn, wenn er genau da ist. So, ich wollte ihn eigentlich da hinten erledigen, dass die Ratten ihn fressen können, aber es hat ja nicht so gut funktioniert. Aber wie komme ich denn dort hinten jetzt hin, sag mal? Ich würde dort gerne hin. Wir haben dort hinten einen Stock. Aber wie komme ich denn von hier? Oh. Warte mal, jetzt können wir uns zumindest mal wieder was herstellen von dem Zeug. Oder nochmal kurz hier gucken, geht eh nicht. Na gut. Okay, von dem stellen wir uns anscheinend nur eins her. Wir brauchen einen Stock. Wir brauchen einen Stock, um irgendwie da hinten hinzukommen. Und ich weiß nicht, wo wir den herkriegen könnten. Aber ich will ihn gerne. Ich meine, wir hätten natürlich die Möglichkeit. So ist ja nicht. Wir hätten vielleicht mit dem Stock einfach von Haus aus da nach hinten gehen sollen. Das wäre die beste Idee gewesen, denke ich. Aber das funktioniert jetzt leider nicht mehr. Scheiße. Können wir vielleicht dahin schießen mit Ignifer? Geht auch nicht. Wir haben nichts zu entzünden. Das wäre die einzige Möglichkeit, die wir verwenden könnten. Wenn wir das hier hinwerfen, dann wäre der Weg frei. Na, ich hoffe nur, das lohnt sich jetzt auch. Na, immerhin. Schwefel und Alkohol, dafür haben wir aber das Ding nicht mehr. Können uns aber gleich mal wieder eins herstellen. So, und Achtung, bevor die Ratten wieder zurückkommen, gehen wir mal schnell wieder dorthin. Denn die sind ja schon wieder hier. Na, Glückwunsch, alter Falter. Also, das war schon krass da unten. Definitiv. Hunderte Leichen, hunderte Schädel. Und wir müssen durch die durchgehen, um von A nach B zu kommen. Holla, die Waldfee. Boah, das sieht aus. Na, herzlichen Glückwunsch. Eieieiei. So, ich gucke nochmal ganz kurz, wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus mit unseren Sammelobjekten. Lavendel und so, das haben wir mittlerweile schon mitgenommen. Ich muss nochmal ganz kurz raustappen, sehe ich gerade. Achtung, ich das eine Spiel ausgeblendet habe. Ich glaube, wir haben mittlerweile schon zwei Sammelobjekte gefunden. Genau, das Schaffell haben wir auch. Okay. Die anderen zwei kommen dann. Oh, geschafft. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Eieieiei. Und weiter geht's. Und wie gesagt, trotzdem, dass schon ein Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich evakuiert wurde, brennt hier doch noch ziemlich viel Licht in den Häusern. Vielleicht wird es einfach brennen gelassen, damit hier es eben nicht zu Plünderungen kommt, damit man noch glaubt, es ist jemand zu Hause. Aber die plündern ja selber. Die Inquisition. Mal wieder ein totes Pferd. Von denen haben wir mittlerweile auch schon einige gefunden. Und eben
verschiedene Sachen, verschiedene Gegenstände, die noch hätten transportiert werden sollen. Na bitte. Und da sind wir. Also noch nicht ganz dran natürlich, aber zumindest mal halbwegs in die richtige Richtung gekommen. Der Friedhof, er liegt auf dem Weg. Na toll. Willst du wirklich da lang, Amicia? Die andere Frage ist, haben wir überhaupt eine Wahl, Amicia, oder müssen wir da lang? Ich denke mal eher, es wird auf Letzteres langlaufen. Eieieiei, und da kommen wir gleich mal an der nächsten Leichengrube vorbei. Diesmal aber noch von Leuten, von denen ein bisschen mehr zu sehen ist, aber von Leuten, die alle infiziert wurden. Man sieht es ganz gut, überall ein paar Bläschen gebildet. Die liegen aber schon etwas länger hier, ganz weiße, fahle Haut. Krass, kann man da nur sagen. Verschlossen, wenn Melly jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. Und auch hier drüben ganz schön viele Leichen, die mittlerweile noch nicht angeknabbert wurden von den Ratten. Aber es ist die Frage, ob die überhaupt die Leichen fressen. Wenn sie quasi durch die Pest getötet wurden, ob die Ratten die überhaupt fressen. Weil das ist ja eigentlich ihre Krankheit. So, was können wir da anfangen? Achso, mit dem Ding können wir rumfahren. Okay. Die muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Der Lichtstrahl kann Amicia inmitten von Ratten einen Weg freimachen. Lenke den Strahl mit A und D. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Na gut, aber dann lenke ich mir den Strahl erstmal da nach drüben, würde ich sagen. Dass wir nämlich zuerst mal dorthin kommen können. Ja. Und für die Inquisition ist das Ganze natürlich hier Daily Business. Die haben den ganzen Tag mit den Ratten zu tun. Na, guck mal, vielleicht können wir die ja generell alle mal vertreiben. Huahaha. Okay, Lichtstrahl nach da hinten. Und so sollten wir durchkommen. Der Lichtstrahl kann außerdem Ratten den Weg freimachen oder sie blockieren. Na gut, jetzt sind wir eh schon da. Eine kleine, feine neue Werkbank. Das heißt, es wird hier bestimmt wieder was zu looten geben. Noch ein bisschen Werkzeug. 5 von 16 haben wir mittlerweile schon dabei. Sehr schön, auch hier noch was. Steine haben wir hier. Ja, dann nutzen wir mal die Gelegenheit und gucken, ob wir was anpassen können. Leider weiterhin immer noch nicht. Die Bänder, da ist immer schon kurz davor. Wir brauchen noch ein bisschen Stoff und ein bisschen Schnur. Da bräuchten wir noch ein bisschen Fell. Hier bräuchten wir auch noch ein bisschen Stoff. Da bräuchten wir noch ein bisschen Alkohol. Und da brauchen wir noch ganz viel. Da müssen wir erstmal die Tasche upgraden. Bis zu 22 Materialien, damit wir die Ausrüstung hochbringen können. Da braucht man nämlich 18. Aber Bänder, Beutel, da sind wir schon kurz davor. Da können wir schon sagen, das könnten wir bald upgraden. Wenn alles gut läuft. Oh nein! Sind wir schon wieder nicht alleine hier? Du hast doch irgendwas dabei. Was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu was. Los. Na gut, wir wissen ja ganz genau, worauf das hinausläuft. Wir müssen den Lichtstrahl umlenken. Ich muss ihn irgendwie loswerden. Hey. Das wird dich lehren. Aber trotzdem dann wieder auf ihn. Weil ich gern sehen würde, was er dort zum Looten hatte. Und der hat tatsächlich jemanden hier gelootet, sage ich jetzt mal so. Oder geplündert, der auch von der Pest befallen war. Man sieht es ja ganz deutlich im Gesicht und so weiter. So, aber die weitere Frage ist, wie schaffen wir es denn dadurch? Ich glaube, da müssen wir mit dem Lichtstrahl auch noch was anfangen. Wir können die ja dort hinten reinlassen. Das ist ja kein Problem. Wir müssen den hier durchleuchten, damit uns da keine Ratten in die Quere kommen. Die lassen wir fressen. Die haben jetzt ihr Hunger da hinten. Haben ein neues Festmahl. Und dafür haben wir hier aber keine mehr. Ein Fenster, perfekt. In der Gegend. Ist da noch was zu looten? Von dem ist auch nicht mehr viel übrig. Da tröpfelt nur noch das Blut runter.
Oder was ist denn das, was da runter tropft? Der Schaum? Keine Ahnung. Richtig ekelhaft sieht das aus. Oder sind das schon die Maden? Kann natürlich alles sein. Vielleicht sind es auch die Maden. Bäh. So, versuchen wir es mal. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Zum Fenster müssen wir. Dadurch brauchen wir sowieso nicht. Oh Gott. Brauchen wir sowieso nicht gehen. Dann nicht sie weg hier. Die macht aber immer Powerjumps. Das ist ja ein Wahnsinn. So. Und jetzt sollten wir dann bald da sein. Magister. Das Episanguis. Ah, mal sehen. Perfekt. Darf ich fragen? Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odorus. Oh. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hä? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Na, das klingt ja nach einer guten Idee. Mit Sulfur mischen. Ich hoffe, ich merke mir das, falls der Lukas mal danach fragen wird. Und das wird ja ganz bestimmt, denn der kennt sich mit den Dingern bestimmt besser aus als wir. Episanguis. Und damit können wir Odorus herstellen. Also hergeleitet wahrscheinlich von... Das ist der Grundname. Und darauf leitet sich das der Duft her, den wir... dann in die Ratten werfen können und die werden dann angelockt für eine kurze Zeit. Interessant. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn wir das jetzt mal kombinieren würden mit beispielsweise Luminosa, wenn die Odorus werfen, zum Beispiel dann nach hinten, werden all die Ratten, die sich in der Umgebung herumtreiben, auf einen Punkt konzentriert gelockt. Und wenn wir dann Luminosa dazu werfen, sind die alle weg. Dann können wir anstatt hier drei verschiedene Luminosa reinzuwerfen, um den Weg frei zu kriegen, einmal Odorus verwenden, um alle in die Mitte zu fokussieren, um alle in die Mitte zusammenzutreiben. Und dann werfen wir einmal ein Luminosa rein und wir haben den Weg frei. Das wird uns definitiv helfen. Die Frage ist nur, wie bekommen wir das? Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Naja, den Großteil haben wir eh schon gesehen, Gott sei Dank. Und auch hier natürlich wieder Pesttote ohne Ende. Alle verscharrt unter der Erde. Noch mehr Tote. Nur so notdürftig mit ein paar Decken bedeckt. Aber das war's dann auch. Krass, kann man nur sagen. So, bevor wir weitergehen, ich gucke natürlich erstmal hier lang. Wie sieht's denn jetzt aus? Immer noch nichts, das wir hier stellen können. Na, scheiß Dreck. So, aber vielleicht, wenn wir da noch was mitnehmen. Die Munitionstasche können wir upgraden. Sehr schön. Bietet Platz für bis zu 20 Geschosse einer Art. Ein neuer Befestigungsmechanismus gibt die restliche ungenutzte Kapazität der Munitionstasche frei. Dann hätten wir endlich mal eins von den 5 Dingern auf dem höchsten Level upgegradet. Das nehmen wir uns. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Und jetzt können wir wieder ordentlich sammeln. Gott sei Dank. Abgesehen wahrscheinlich von den Steinen, die hier rumliegen, können wir ordentlich sammeln. Gut, wir können die Steine mitnehmen, aber leider immer noch nicht das Salpeter. Aber, ja, Scheißdreck. Wir können jetzt nichts mehr herstellen. Wir haben nicht genügend Alkohol dafür. Es fehlt uns an Alkohol.
Das ist doof natürlich. So, was machen wir hier? Warum seid ihr so aufgeregt? Na, vielleicht liegt dort noch irgendjemand Frisches. Sieh mal einer an. Ah! Die nagen an dem Episanguis. Interessant, interessant, interessant. Und da können wir jetzt einfach so nach unten gehen und das pflücken. Oh. Oder wie? Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermahlen. Du kannst jetzt Odoris herstellen. Halt der Tab gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Und da haben wir's. Odoris lockt Ratten aus der Umgebung an. Wir brauchen natürlich einen Stein. Cool. Stell nochmal her. Wie viel können wir denn damit dann herstellen? Zwei. Lukas, das hier ist für dich. Na gut, aber sollten wir vielleicht erstmal nach oben gehen, bevor wir das jetzt hier probieren. Oder geht das überhaupt? Nee, wir kommen gar nicht mehr nach oben. Na gut. Dann werfen wir das mal da nach hinten. Locken alle dorthin. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran. Nicht so lange an. Und wir machen das dann so und haben unseren Weg frei. Genau der Plan, den ich gerade eben noch ausgetüftelt habe. Und 3 Minuten später können wir das Ganze schon mal probieren. Und das ist ein Mittel, das von den Ratten hergestellt wird. Wahrscheinlich, weil sie dann glauben, dort gibt es irgendwas zu essen oder sowas. Dann sammeln sich dort alle und dann können wir mit so einem Luminosa die Sache erledigen. Cool. Geiles Mittel, definitiv. Hätten wir schon viel früher gebraucht. Aber wer war denn dieser Mann? War das der Großinquisitor? Episanguis. Das Episanguis erweitert die Aufwertungsmöglichkeiten von Amicias Ausrüstung. Drücke I, um das Aufwertungsmenü aufzurufen. Ist das so? Och, tatsächlich. Guck mal. Alchemie, Behälter und Werkzeuge können wir upgraden. Ignifer-Munition lenkt Gegner in der Nähe ab. Verlängert die Biegungsdauer von Odoris und Luminosa. Das klingt ja auch gut. Da brauchen wir noch ein bisschen von den Episanguis. Den Rest haben wir schon. Cool. Geil. Finde ich ja nett. Sehr, 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 sehr cool. So, jetzt können wir nämlich zumindest auch das hier mitnehmen. Das wird ja wohl nicht der Großinquisitor gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der so an der Schlacht beteiligt und solche Alchemiekünste hat, wenn ich ehrlich bin. So, und ich denke mal, hier werden wir genau dasselbe nochmal machen müssen. Von dem haben wir gerade eben geredet und wie gesagt, jetzt können wir schon mal testen. Das heißt, ja toll, wir haben aber nicht genügend von Dominusa mit dabei. Das heißt, das wird schon mal nicht so funktionieren. Ich stelle mir mal ein bisschen was her davon. Das wird schon mal nicht so funktionieren, dass wir die wirklich alle erledigen können. Nein! Oh, fuck. Es tut mir leid. Es tut mir wahnsinnig leid. Es tut mir wahnsinnig leid. Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Dann probieren wir es mal aus. Lukas? Das hier ist für dich. Gut, dann machen wir das aber vielleicht hier schon mal anders. Und locken die einfach da alle weg. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Weil denk hier... Die Wirkung hält nicht so lange an. Kommen wir ja easy cheesy raus. Episanguis hätten wir jetzt hergestellt. Und eben auch die 2 neuen Dinge in unserem Inventar freigeschalten. Und dann können wir jetzt aber Luminosa hier oben verwenden. Ich hoffe, wir haben das noch im Inventar. Das haben wir noch. Sehr gut. Dann können wir das ja mal probieren. Und tatsächlich fallen alle drauf rein. Und der Weg ist frei. Hat sich ja fast gelohnt, da nochmal ganz kurz zu sterben, damit wir das hier mal probieren können. Sonst wäre das nämlich ein bisschen schwieriger gewesen. Da unten kommt man leicht raus, aber hier oben jetzt auch. Cool. Geiles, geiles, geiles Ding. Auf jeden Fall. Auf jeden, jeden, jeden Fall. Wir haben da blöderweise überhaupt kein Zeug mehr dabei. Keinen Alkohol mehr dabei, um da noch was herzustellen von dem Luminosa. Da müssen wir uns ein bisschen zurückhalten erstmals. Verschlossen. Okay, verschlossen, aber wir würden irgendwie durchkommen. Da hinten sieht man was. Das ist, glaube ich, ein Sammelobjekt, das wir mitnehmen können. Na gut, dann versuchen wir es mal über diesen Weg hier. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Okay, na gucken wir mal. Da haben wir so eine Leuchte, die wir benutzen könnten. Ich glaube, da hinten würden wir noch ein bisschen was von dem Episanguis sammeln können.
Na, schauen wir mal. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Folgenpause. Sehen uns dann wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Player Blacktail Innocence. Und dann schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Wir haben da hinten die Leuchte, wir haben da hinten eine Lichtquelle, also das sollte theoretisch alles möglich sein. Und wir müssen vermutlich mit dem neuen Odorus, das wir jetzt hier freigeschalten haben, uns erstmal einen Weg hier durchbahnen. Das ist das Ziel. Und dann irgendwie gucken, dass wir hinten das Sammelobjekt nicht vergessen. Das würde ich nämlich liebend gerne natürlich auch mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Aber nichtsdestotrotz, zur Universität müssen wir dennoch weiterhin gehen. Und vielleicht kommen wir dort ja sogar schon in der nächsten Folge an. Mal gucken. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier. Ja, und morgen geht's weiter bei der nächsten Folge von Let's Player Blacktail Innocence. Bis dahin. Tschüss.